Der Andrang beim Stand der Firma Hagersen auf der Riedermesse ist groß. Denn Heizen mit erneuerbarer Holzenergie liegt voll im Trend und das auch noch umweltschonend. Wir haben hier auf der Riedermesse unseren neuen E-Cleaner ausgestellt. Das heißt, es ist ein Partikelfilter auf elektromagnetischer Basis für unsere Hackgutanlagen. Das heißt, von 20 kW bis 250 kW, also schon relativ große Anlagen, kann der Kunde bei uns ein zusätzliches Produkt beziehen. Das ist ein E-Cleaner, der das Rauchgas säubert. Also er entzieht ihm im Prinzip die Feinstaubpartikel noch und damit habe ich komplett reines Abgas. Und das ist natürlich wichtig für CO2-neutrale und natürlich auch umweltfreundliche Verbrennung. Hinsichtlich Verbrennungstechnik, Steuerung und Mechanik setzt Hagersner neue Maßstäbe für moderne und praktische Pellet-, Hackschnitzel- und Stückgutheizungen inklusive Rundumpaket, jetzt auch in größerer Ausführung. Konkret geht es um die Modellserie Magno. Das heißt, wir haben jetzt unsere Produktpalette nach oben erweitert. Die gängen bis 2,5 Megawatt. Das heißt, das sind für Großanlagen, Nahwärmenetze, Gewerbebetriebe ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch haben wir jetzt unseren Kundenbereich relativ stark vergrößert. Hagersner hat somit für jeden Leistungsbedarf die richtige Heizanlage. Das in Wengen im Innkreis ansässige und europaweit agierende Unternehmen handelt weiter zukunftsorientiert und mit Herz. Wir haben nicht gerade durch den Boom der Biomasse unsere Stückzahlen steigern können. Wir haben auch das Wachstum in der Firma steigern können. Wir werden sich auch in Zukunft noch vergrößern. Wir bauen ja derzeit gerade die Produktion aus. Wir verdoppeln unsere Kapazität. Und die Nachfrage ist nicht nur in Österreich so stark, sondern auch in ganz Europa. Denn Hagersner sorgt für die Heiztechnik der Zukunft. Mehrere Infos auf hagersner.at. Hagersner. Heiztechnik der Zukunft.